Ja. Und ich glaube, weil ich ja auch zu dir herangetreten bin, ist, glaube ich, erstmal, dass ich mich ein bisschen vorstelle. Ja, Ich bin der gerne. Benjamin und wir möchten eben tatsächlich eine Lebensoase gründen. Das wäre im Allgäu, im bayerischen Allgäu, da nahe Kempten. Und ja, für uns ist es halt ein Anliegen, wieder ein naturnahes Leben zu führen, eben mit der Erde zusammen. Also ich finde euren Begriff, die Erdhüter, sehr ja, Passend. ansprechend. Ich finde ihn sehr schön. Und mir wurde dann da jetzt vor kurzem, also ich habe halt eben schon so eine kleine Community aufgebaut und jeder bringt da immer was mit an Input und Informationen und Liebe. Und da hat mir halt dann jemand von euch so ein Video geschickt, wo ihr so ein bisschen interviewt werdet. Das war dieses 16 Minuten, 16 Sekunden Video. Und da habe ich halt gemerkt, ihr seid halt sehr sympathisch, verfolgt da die gleichen Ziele und habt da die gleiche Inspiration. Und ja, das fühlt sich irgendwie für mich sehr leicht an, sehr stimmig und auch frei und gemütlich bei euch, was ich da jetzt so sehen durfte. Und deswegen habe ich einfach mal den Kontakt zu euch gesucht, weil ich wollte fragen, wie das für euch ist. Also unser Stand der Dinge ist jetzt, wir haben gerade zwei Hütchen noch zu sagen, die wir uns aufgesetzt haben und bearbeiten. Das ist einmal eben dieser Finanzplan, den wir gerade noch finalisieren dürfen und zu anderen, dass wir ja irgendwie noch versuchen, so ein bisschen eine Website zu erstellen oder halt irgendwie generell einen klaren Rahmen strukturieren bezüglich Verein und Genossenschaft oder Stiftungen. Und da wollte ich einfach mal auch euch fragen, wie ihr das so gemacht habt, was für euch sich da stimmig angefühlt hat, wie ihr das so macht und auch natürlich auch wegen Kooperationen anfragen. Wir haben zwar jetzt schon Vereine gegründet, aber die sind jetzt noch nicht alle so, sage ich mal, ganz fest verankert. Also es ist noch nicht bei jedem Verein sind noch nicht alle Mitglieder irgendwie drin, beziehungsweise es ist noch nicht alles, also es ist schon niedergeschrieben worden, aber es hat noch nicht, es hat gerade noch am Entstehen, wie gesagt, weil ihr seid, wo ist nochmal euer Sitz oder wo bist du denn gerade? Also ich sitze gerade in St. Johann in Tirol. Da ist auch, also Kitzbühel ist der Bezirk. Schön. Und da ist der Verein eingetragen. Der Verein, also das Vereinsrecht gilt, soweit ich weiß, aber für unsere Plätze, weil wir wollen ja weltweit Oasen mit fördern quasi, gilt dann auch weltweit. Also ich weiß natürlich nicht, baurechtlich und so weiter, muss man sich wahrscheinlich dann schon irgendwie an die jeweiligen Länder dann halten oder in dem, wo man sich dann da befindet. Aber ja, so dieses, jetzt kommt die Miriam, die das war auch noch rein. Ja, dieses Steuerfreie und so weiter, das gilt halt dann, ja, genauso auch überall. Hallo Miriam. Hallo Miriam. Aber ja, wir haben eben auch österreichische Vereine noch mal kurz zum Klarstellen, weil ja, wir jetzt gesehen haben, dass da das Potenzial und auch eben die Freiheit am größten gegeben ist und auch die Sicherheit. Also da haben Ja. jetzt schon viele Köpfe dran Ja. mitgewirkt Genau, du und kannst bin sehr sozusagen, glaube dankbar. ich, schon irgendwo Grund kaufen und deinen Verein aber in irgendeinem anderen Land, glaube ich, gründen sozusagen. Ja, Glaube ich, möglich. wir haben jetzt auch unseren Sitz eben in Österreich, aber wirken wollen wir eben auch international. Und dementsprechend ist eine Vernetzung immer sehr sinnvoll, sage ich. Auf jeden Fall. Also ich kann nur sagen, also es ist auch möglich, glaube ich, dass man also Untervereine sozusagen auch hat oder sowas in der Art. Aber ehrlich gesagt, ich glaube da, also ich weiß es nur so aus der Theorie. Ich persönlich, das ist quasi nicht so mein Part in dem Verein. Dieses Vereinsrechtliche ist, mit dem habe ich mich jetzt nicht so intensiv befasst, wie zum Beispiel der Bruno, der Mitbegründer. Der ist also schon 25 Jahre in einem der größten Wildkräutervereine Österreichs. FNL heißt der Freunde naturgemäße Lebensweise. Der hat also über, keine Ahnung, 10.000 Mitglieder oder sowas.
Und da ist er im Vorstand schon über 20 Jahre und hat also sehr viel Vereinserfahrung gesammelt, ist da jedes Jahr auch jetzt mittlerweile über Zoom halt in diesen Mitgliedsversammlungen dabei, wo dann so, und wir sind jetzt, glaube ich, drei im Vorstand bei uns und können aber jederzeit entscheiden, wen wir noch dazu nehmen. Aber letztendlich liegt es ja an uns, wie wir das der Ganze dann führen. Also ich persönlich komme aus dieser Rainbow Community-Richtung, wo man also quasi den Redekreis praktiziert, und jeder hat sozusagen irgendwie Stimmrecht, der einfach da ist, mitspricht. Und so wollen wir das eigentlich auch handhaben. Also ist sozusagen unser Konstrukt ist zwar dieses Vereinsding, aber letztendlich ja, können wir genauso gut jeder kann mit die Richtung entscheiden. Und das ist so eigentlich Das mein wäre Wunsch. wichtig. Ja. Ja, für mich auch Und sehr wichtig. also was ich jetzt nur so aus von Bruno her weiß, aber da müssten wir dann nochmal separat ihn bitten, was dazu zu sagen, oder du kannst mal deine Fragen schriftlich stellen oder wie auch immer. Also ihr habt ja jetzt schon was gegründet. Vielleicht, dass wir das Thema, wenn du magst, halt nochmal dann mit ihm machen. Aber so grundsätzlich, vielleicht ist es auch, also könnten wir es sozusagen anderen Gruppierungen vereinfachen, wenn die quasi also uns beitreten und aber dann ihre eigene Buchführung und so weiter führen und sozusagen als Dachverband so ihr eigenes Ding machen. Also so nur so zur Info, dass das auch möglich wäre, was da die Vor- und Nachteile sind. Wie gesagt, das kann, glaube ich, der Bruno dann besser beantworten. So, ja, klar, ich meine, Danke. Nee, ja. deshalb, ich verstehe, was du meinst, das ist gar kein Problem. Also ich muss jetzt auch nicht, man spürt und fühlt es ja auch und hört und nimmt es ja dann so wahr, Ja. dass es schon mal die gleiche Richtung ist und das einfach stimmig ist und passt. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der Jura studiert hat. Klar finde ich es schon wichtig, so wichtige Grundsätze sozusagen klarzustellen. Und ich habe mich da selber schon ein bisschen in die österreichischen Vereine so ein bisschen reingelesen, aber kann Ja. jetzt auch nicht alles auswendig runterbeten. Ich habe vielleicht jetzt eine Frage an dich. So, was ist denn so eure Vision, beziehungsweise wie viele seid ihr? Gibt es was, wie findet ihr also euch in diesem Gruppenprozess der Entscheidungen, wo steht wer, was möchte wer, wie kommt ihr da zusammen? Also welche Plattformen bieten euch da den Austausch, beziehungsweise seid ihr so in der Nähe, dass ihr euch treffen könnt? Und wo steht ihr jetzt momentan so in Richtung Grundstückfindung und was ist so eure Vision dann, wenn das dann da Fuß fasst? Das wäre so, fände ich jetzt schön, wenn du mir da was drüber erzählen könntest. Okay, also versuche mal so gut wie möglich alle Fragen zu beantworten. Kannst du da gerne nochmal stellen, wenn ich ein paar überflogen habe, dann aus Versehen. Ich habe so ein kleines PDF erstellt, was uns so wichtig ist. Ich habe mich da beschäftigt, was ist für viele Menschen gerade so dringend, und das heißt dringend, aber halt ein Bedürfnis einfach, ja. Und wir haben uns halt überlegt, was für eine Treibstruktur und Organisation wir da so aufbauen können. Wir haben jetzt zum Beispiel Discord, was wir nutzen, Telegram. Da kann man auch immer Umfragen machen und aber auch, wir treffen uns auch sehr häufig in Real Life und auch regelmäßig. Und das tut uns allen eigentlich sehr gut, machen auch verschiedene Unternehmungen waren jetzt vor kurzem im Eibenwald zum Beispiel unterwegs. Einfach mal wieder zusammen auch das Leben feiern und genießen. Und dann habe ich so Big Five erstellt, wo ich mir dachte, das ist für viele Menschen so ein Fundament, die fünf Säulen, wo man sagt, da fühle ich mich wohl, da weiß ich, ich kann meinen Sinn der Existenz schon mal entweder kennenlernen oder eben auch gleich direkt erfüllen. Da wäre eben eins so die Hochkultur- und Kunstförderung und Skillsharing. Wir wollen dann eben auch so eine kleine Akademie machen. Vielleicht hast du von Markus vom Ökologisch Siedeln diese Akademie Elysion schon gehört. Die ist ja auch da beim Südburgenland in Österreich. Und ja, die wollen auch so eine Akademie machen. Also für mich ist eben wichtig, diese Aufklärung, Selbstfindung und Bewusstwerdung auch zu fördern. Das ist auch einer der Pfeiler. Wichtig ist mir aber auch eben die Natur- und Ahnenforschung wieder ein bisschen mehr zu etablieren. Also für mich ist die Natur immer die Primärliteratur und Primärquelle von allem. Ist eigentlich in der Natur viel Weisheit und Wahrheit zu finden. Auch wollen wir halt eben Gesundheit, Humor und Lebensethik fördern, dass wir schauen, wie ist es ein natürliches
Wie kann man den Körper natürlich ernähren, sozusagen, oder auch im Sinne ernähren, sodass man eben sich gesund fühlt und auch eben dann isst? Was ist eine gesunde Lebensethik, also auch philosophisch so ranzugehen, zu sagen, was ist einem wichtig, was erfüllt die Seele oder ist auch eben sozial wichtig für das Miteinander? Und was mir halt persönlich auch noch wichtig ist, ist halt eben dieses Esoterische ein bisschen, dass man sagt, was ist auch wichtig, eben ganzheitlich zu betrachten und es halt eben, ja, so die sozialen Struktur zu sehen, Liebesmagie nenne ich das und Terraforming, weil bevor man jetzt schaut, dass man irgendwie andere Planeten besiedelt, sollte man erstmal schauen, dass man seinen eigenen Planeten bewohnbar macht. Und da geht es halt eben für mich Terraforming in dem Sinne, dass man jetzt sagt, wir geben der Mutter Erde wieder die Liebe und Aufmerksamkeit, die sie verdient. Und eben auch unterstützen sie in ihrem Heilprozess, wo sie Unterstützung benötigt. Aber halt eben auch einfach sagen, die Natur ist so viel weiser als wir als kurzlebiges Wesen bis jetzt, dass wir halt eben auch einfach die Natur mal machen lassen und dann nicht zu viel eingreifen. Und wenn dann eben eher gerne erstmal beobachten und dann da weiter ansetzen und dann so neue Lösungswege finden. Und ja, das ist eben natürliches, also erdgebundenes Terraforming, also mit der Planeten, mit Gaia, Mutter Erde wieder zu arbeiten und miteinander füreinander zu erschaffen und dadurch eben auch gleich damit inbegriffen ein soziales Miteinander und füreinander zu erschaffen, dass eben auch soziales Terraforming stattfindet, dass eben so die Gedanken und Glaubenssätze, die nicht heilsam sind, nenne ich das immer. Ich unterscheide da immer gerne, was ist gut, den Fokus drauf zu lenken. Und wenn ich sehe, da ist ein gesundes Thema, das eben einen heilsamen Glaubenssatz dahinter hat oder dahinter liegt und eine gute Intention dabei ist, dann kann man dem gern mehr Energie und Aufmerksamkeit geben. Und aber eben auch gleichzeitig noch ein energetisches Terraforming, dass wir so zum Beispiel mit heiliger Geometrie arbeiten und dementsprechend dann auch gesunde Lebensweisen und Umfelder generieren und fördern. Also für mich zum Beispiel ist halt ganz wichtig, wieder mit natürlichen Ressourcen zu arbeiten. Also wir wollen eben auch das Kunsthandwerk fördern und da dann eben auch wirklich mit Holz, Lehm etc., also alles natürliche Steine. Ich bin ein großer Fan von Edelsteinen und Heilsteinen auch, genauso wie ich mit Pflanzen auch gut umgehe. Und wir wollen halt zum Beispiel dann so einen offenen Tierhof haben, wo die Tiere wieder in Würde leben können und mit Liebe behandelt werden und da halt dann den Tieren, also eigentlich allen Lebewesen, wir alle sind ja eigentlich Lebewesen und Kinder von Mutter Erde, so sehe ich das, und da dürfen wir dann alle zusammen wieder miteinander zusammenfinden und miteinander tanzen und lieben und singen, und deswegen wollen wir halt eben auch diese Bildung voranschreiten, aber halt eben in dem Sinne, dass es eine freie Bildung ist. Wir wollen da eben nichts. Ich habe, also noch kurz zu mir, ich habe Geografie, Soziologie studiert und auch Philosophie mit dabei, Lehramtsstudium, und habe halt gesehen, was man da vielleicht noch außerhalb des Systems, sage ich einfach mal, was da noch am Potenzial drinnen steckt, wenn man da mal ein bisschen freier ist und agieren kann. Und von dem her war es mir halt eben wichtig, auch so ethisch zu handeln und eben auch nicht nur eine Akademie für mich, also mein Alter oder noch Erwachsenere oder höheres Alter, egal welchen Alter eben, also auch Kinder, vor allem auch Kinder, gleich positiv zu bestärken und zu bekräftigen, zu sagen, du bist gut so, wie du bist. Und ich sehe das auch immer mehr, dass da viele Kinder auch eine so starke Weisheit schon in sich tragen, ja, weil die ja noch sehr klare Verbindungen auch haben und dass auch die Eltern sehr viel von den Kindern lernen können, wenn man es denn zulässt und die Eltern dann nicht versuchen, irgendwie, was man ihnen auch nicht verübeln kann, weil viele von den Menschen, die ja hier so leben, eben indoktriniert wurden oder halt eben irgendwelche Glaubenssätze vermittelt bekommen haben, wo sie denken, ja, das ist halt so, aber wenn man die halt auch noch auflösen kann und mag und darf, dass man dann viel freier wird. Und wenn halt Kinder von Anfang an gleich bewusst gefördert werden, was mir halt auch wichtig ist, dass man halt sieht, hey, es muss nicht jeder alles können, weil das ist auch nicht so. Deswegen sind wir ja viele, weil da von der Vielfalt leben wir ja auch und können uns da
wundervoll evolutionär weiterentwickeln und entfalten. Von dem her ist mir das auch sehr wichtig, da eben zu sagen, ich zum Beispiel kenne mich jetzt noch nicht so krass mit Vereinsrechten aus oder anderen Rechten etc. Dafür kann das halt jemand anders machen. Und da sind wir ein gutes Team sozusagen, so eine Taskforce, die sich da halt regelmäßig dann treffen und besprechen. Jetzt noch zu den anderen Gründen. Also wir haben, also ich liebe die Kulturen auf der ganzen Erde. Also ich bin mir ganz, ganz sicher, dass da irgendwie viele Kulturen und Hochkulturen eben viel Weisheit drin haben, auch alte Kulturen. Je älter die Kulturen, desto mehr klarer sind sie noch im Ursprung und am wenigsten von Menschen falsch oder schlecht übersetzt worden, mit welchem Gedanken auch immer, dass die halt da einfach schauen, ja, kommen wir wieder zurück zu dem großen Ganzen, was alle Kulturen sich einig sind. Und das ist eben dieses ganzheitliche Denken, was für mich halt wichtig ist, dieses große Ganze wieder zu integrieren. Wir sind jetzt eben gerade dabei, in der Nähe von Kempten was aufzubauen. Wir haben da, wenn es gut läuft, schon jetzt dann 30 Hektar, wo wir dann eben Permakultur machen wollen und halt nachhaltige Energien und auch nachhaltiges Wohnen fördern möchten. Dann haben wir da in der Nähe halt dann eben schon ein paar Immobilien, wo so zwischen 3 und 5 Kilometer weg sind. Also es ist nicht alles nur zentral, sondern auch so ein bisschen dezentralisiert, aber halt dennoch schon in der näheren Umgebung, dass wir sagen, da kann man jetzt gleich wohnen, weil jetzt im Winter wird es natürlich schwierig, da irgendwie Tipis aufzubauen oder so. Und dann können wir da auf jeden Fall dementsprechend noch weitermachen. Und ja, wir sind jetzt eben gerade dabei, mit der Finanzstruktur das ein bisschen zu klären, sage ich mal, und schauen, wie können wir da uns einbringen für die Gemeinde. Also nicht nur, was haben wir für Bedürfnisse, sondern auch wirklich regional zu schauen, was gibt es in der Gemeinde und in der nahen Umgebung noch für Bedürfnisse und suchen da eben auch die Integration und die Kooperation, weil es mir einfach wichtig ist, einfach klarzustellen, dass die Akzeptanz, die Liebe, Harmonie einfach schöne Eckpfeiler sind oder wo man eben nicht aneckt dann so unbedingt. Und die Integration ist für mich wichtig, ja, dass man halt nicht irgendwie sagt, nur das ist die Wahrheit, sondern es gibt eben, jeder hat so seine Wahrnehmung und die haben alle irgendwo eine Berechtigung. Man kann vielleicht nochmal irgendwo darauf hinweisen, dass manche halt dann nicht so heilsame Glaubenssätze haben, dadurch entstehen dann andere Wahrnehmungen, aber für mich ist halt eben wichtig, zu schauen, wie kann man ein gesundes Miteinander machen. Und was wir jetzt noch für eine Hürde gerade vor ja, dieses Wochenende erst in den Weg gelegt bekommen haben, ist halt leider jetzt, dass da Reporter versuchen, irgendwie uns ein bisschen einen Stein in den Weg zu legen, dass wir jetzt auf einmal diffamiert werden, so von wegen, wir sind halt Nazis, haben sie jetzt versucht, irgendwie uns irgendwie in reinzudrücken, aber dass jeder, der mich kennt oder der uns gesehen hat, der weiß natürlich, dass es nicht der Sinn ist. Ich meine, ich selbst habe eine Freundin aus Mexiko, ich habe Freunde aus Afrika, Libanon, Asien, Europa. Wie gesagt, ich liebe alle Kulturen und ich finde, die sind alle wichtig und schön. Und die darf man halt alle leben. Und wir sehen uns eben sehr gerne als politikfreies Gebiet. Ja, ich will halt eben ein Sanktum errichten, so einen heiligen Raum erstellen, wo einfach jeder frei sich fühlen darf und nichts, also ist mir wichtig, ein zwangfreies Dorf oder Community aufzubauen, wo man eben keiner muss das tun, was er nicht möchte. Das ist halt ja, finde ich, ein ganz wichtiges Fundament für den freien Willen, dass man sagt, nein, das will ich nicht tun, das muss ich nicht tun. Und dann das aus der Seite und Perspektive mal zu betrachten und da sehe ich halt dann das größte Potenzial, wenn jeder das tut, woran er Freude hat. Und weil dann ist einfach immer die beste Schwingung, die beste Stimmung und einfach ein bestes Miteinander vorzufinden. In dem Sinne halt dann auch zu sagen, ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie auf Papier rumreiten muss und sagt, hast du da dieses Zertifikat und das Zertifikat, weil letztendlich spürt man ja, ob diese Person dann kompetent ist, zu massieren, Reden zu halten oder da und da mitzuwirken oder einfach zu Kinder zu betreuen oder
Holzhäuser zu errichten, zu zimmern oder zu schmieden, wie auch immer, was einen halt erfüllt. Aber ich will halt eben auch fördern, dass jeder so wieder in seine Kreativität zurückkommt, weil ich sehe halt, dass viel auch eben der Stress ausmacht, der jetzt in der heutigen Gesellschaft sich da, sag ich mal, etabliert hat, ein bisschen verankert und den man halt noch lösen darf, weil wenn man aus dem Stress rauskommt und in die Natur zurück und einfach alles in seiner richtigen Zeit sich entfalten lässt, dass dann da der Druck auch weniger wird und wenn man keinen Druck hat, dann ist man da irgendwie gleich ein bisschen gelassener und entspannter. Das finde ich auch was Schönes. Dementsprechend möchte ich auch noch festhalten, dass mir auch wichtig ist, dass es eben ein dynamisches Kollektiv ist, in dem Sinne, dass man sagt, hey, ich will jetzt nicht hier 40 Jahre lang das gleiche Seminar halten, ich will nicht 40 Jahre lang den gleichen Job oder das gleiche Büro, die gleichen vier Wände haben, sondern dass man auch sagt, ja, wir können dann gerne zum Beispiel mal so euch besuchen oder sowas oder halt einfach zum Beispiel, dass man sagt, ich habe jetzt hier ein Jahr oder ein halbes Jahr, was auch immer, oder 3 Jahre, solange wie man halt Spaß dabei hat, habe ich jetzt Kinder betreut, danach würde ich gerne mal in der Permakultur vorbeischauen und also, dass man halt dann wirklich so seine ganzen Facetten, weil ich bin mir sicher, dass viele Menschen eigentlich viele Talente und Gaben haben, die man gerne wieder mal kennenlernen darf. Ja, der Genau. Sinn und Zweck unseres Vereins ist ja auch, dass man vielleicht mal nach 3 Jahren auch sagen kann, jetzt schaue ich mir mal für ein Jahr die andere Oase da in, keine Ahnung, Costa Rica oder bei Berlin an oder was weiß ich. Also, dass man da eben dann eben auch so vernetzt ist, dass man untereinander auch einmal genau tauschen kann und vielleicht sowas wie House-Sitting oder so, dass man nicht gleich alles aufgibt und so, dass das alles nicht so kompliziert sein muss in Zukunft, einfach wenn man mal das Gefühl hat, jetzt muss man da mal raus oder da bewegt sich gerade für mich nichts weiter oder so und ich schaue mal woanders hin. Deswegen finde ich jetzt das total cool von dir, dass du mich kontaktiert hast und mir von eurer Danke. Vision, die sich total toll anhört, Danke. erzählt. Also wirklich macht auf jeden Fall also schon ganz schön tolle Bilder, die du da kreierst, wie du dir das vorstellst. Und ich kann jetzt nur einladen, wer das sich anhört, dich wahrscheinlich zu kontaktieren, oder du bist wahrscheinlich so diese Sammelstelle, oder? Oder vielleicht Ja, auch ein genau. paar von euch. Also Und nicht nur ich, aber ja, ich bin auf jeden Fall Ansprechpartner, weil das ist das, was mir viel Spaß bereitet, sage ich mal. 30 Hektar bietet ja auf jeden Fall mal Platz für, keine Ahnung, 100 Leute oder so. Ja, genau. Also wir sind jetzt schon so ein paar Dutzend, aber für mich ist eben auch wichtig, auch andere Leute aufzunehmen, die sagen, nee, das ist mir wichtig, da jetzt mal einfach wieder Ruhe zu finden. Ich will da dann eben auch so Retreats anbieten, wo man einfach zu sich selbst finden kann und erstmal wieder in Ru zur Ruhe finden kann. Also, dass es sowohl Menschen gibt, die da so Dorfbewohner, die da wirklich leben und auch diesen Platz dann, sage ich mal, Urlaubern oder sowas anbieten, die sich da auftanken wollen oder so. Genau, also man kann da eben, darf dann da auch Urlaub machen und man darf dann da auch den Kontakt suchen und wenn sich für den oder diejenige stimmig anfühlt, kann die da auch länger bleiben, ihr Tiny House mitbringen, selber mithelfen, noch was aufzubauen. Und ich bin auch der Meinung, dass man da auf jeden Fall bei einem sehr fruchtbaren Land da mit 30 Hektar sehr weit kommt. Wir haben da eben auch viele Wasserquellen, ja. Toll. Darf Also, ich kurz mal was, nur ja. eine Rückmeldung? Hi, Miriam. Ich wohne zufälligerweise in der Nähe Kempten. Ich habe auch mitgekriegt, dass der Termin gestern für die Begehung abgesagt wurde. Das ist ganz witzig, weil Hanna wusste nicht davon, dass ich von dem Projekt wusste, also von eurem Projekt. Von dem Das her, witzig. aber ich meine, Allgäu, hallo, ich bin auch hier hingeführt worden. Also, es ist nicht so, genau. Hi. Deswegen habe Hi. ich sie gleich dazu geholt. Ja. Cool, ja, Ja, weil wir sehen das sehr oft jetzt, dass wir wirklich sehr viele Synchronizitäten haben. Also da treffen sich Leute jetzt, die sich schon früher in anderen Leben mal getroffen haben oder halt auch hier dann auf einmal wieder kennen oder halt einfach sehen, ja, ich wünsche mir da was, dass da was im Allgäu entsteht und ich bin halt auch, sage ich mal, ein Weltenüberbrücker und träume dann und sehe auch die anderen Träume und will die halt alle integrieren und da macht man halt einen schönen Traum alle zusammen, der jetzt eben dann Realität wird und verwirklicht wird. Und also hallo Miriam, schön dich auch kennenzulernen. Hi. Und ja. Genau, es war eine Sache, also rein von dem, was du erzählt hast, ist mir eine Sache aufgefallen, was
Was einfach schade ist, wenn du das Wort, also Esoterik finde ich ist ein Wort, das kannst du aus dem Text streichen, weil die Spiritualität, über die du sprichst, mit Mutter, also Mutter Erde, Gaia, alles ist so, das finde ich ist so ein Begriff, braucht es nicht und so halt. Also du hast eh nicht viel darüber gesagt und das ist so ein negativ kontinuierter Begriff und so halt für eine Abwertung von Spiritualität. Und ich meine, du musst es gar nicht weiter erläutern, weil du hast es in so vielen schönen Facetten dargestellt und so halt, wo das mit reinfließt, die Verbindung zu Mutter Erde, das mit dem Terra-Konstruktum, Dingsbums, das habe ich mir nicht gemerkt, die Neuschöpfung, fand ich, also, so, ne, fand ich cool. Was ich noch schön finde, ist auch, ich habe den Kontakt über Sebastian, also den habe ich auf Telegram und so angeschrieben. Genau. Und wir haben gestern zusammengesessen, weil ich war auch, also es wird ein Campen jetzt auch so über einen Lollipop-Verein, so Sufi-Kreiszentren und sowas halt geben, mit dem Aaron und auch vom Fabian. Und das Lustige ist, Aaron ist auch einer, der zieht hier jetzt von Köln her und hat in Namibia, hat ein Freund von ihm auch mehrere Minen, wo er dann auch Kristalle herbringen möchte, die auch hier verarbeitet werden und so. Amira macht, also was ist es so, und wir wollen nächsten Monat anfangen, vielleicht ist es jetzt auch in dem Prozess ganz schön passend, dass wir so einen kleinen Talking Healing Circle machen, um einfach uns auszutauschen, wo wir uns mal treffen in der Jurte oder wo auch immer an eurem Platz oder so, um mal dieses uns vernetzen, einfach mal in real wieder und so ein Gesprächsding auch um diese ja, das, was ihr auch jetzt für euch macht, aber halt nicht die Synchronizitäten, wie wir uns hier gerade treffen, dass wir uns so ein bisschen auch in diesem Entstehen lassen, gemeinsam tragen und so halt und nicht in dem Reproduzieren von dem Alten. Genau. So eine Idee hatten wir gestern und da würde ich dir gerne, also oder halt mit Sebastian dann auch Bescheid sagen oder so halt, dass wir da vielleicht irgendwie uns wirklich dann auch hier anfangen, im Allgäu noch ein bisschen konkreter zu vernetzen. Ja, gerne. Ja. Also ich habe jetzt nicht ganz verstanden, also ich sehe mich halt schon als eben nicht nur als menschliches Wesen, sondern auch als spirituelles Wesen oder multidimensionales Wesen und wirke halt auch dementsprechend. Aber ja, ich glaube, wenn man halt das auch so down to earth sagt und sagt, ja, wir sehen eben diese Ganzheit und Vernetztheit, Verbundenheit mit Mutter Erde, dass das natürlich auch ausreichend ist, sage ich mal. Voll, ansonsten, aber ansonsten der Rest war voll cool. Ja, so. Der ist meistens negativ behaftet bei manchen. Wenn man das anschaut, wenn man nochmal die Herkunft des Wortes anschaut, ist es natürlich eigentlich eine schöne Bedeutung, aber ich weiß, aber was du meinst. Dann erklär sie nochmal. Weißt du, du hast nichts weiter dazu gesagt und auch nicht den Bereich nochmal näher erklärt. Du hast es vorhin die Bereiche so erläutert, die du angeschnitten hast, aber dem Bereich nicht. Da hast du nur das Wort und dann ging es weiter. Deswegen war nur so eine Rückmeldung für das, wie ich es wahrgenommen habe oder was ich gehört habe. Also von dem her, nur das war nur so für jemanden, genau, wenn also erzählst. Esoterik kommt eben, ich lese es einfach mal vor, es kommt von dem Griechischen, Altgriechischen, dass es innerlich dem inneren Bereich zugehörig ist, also dass es nicht irgendwie was Schlechtes ist, hat eine philosophische Lehre an sich, dass es nicht irgendwie andere Leute ausgrenzt oder sonst was, sondern es gibt eben die Exoterik, dem allgemein zugänglichen Wissen, und die Esoterik, der halt dann eher so der spirituelle Erkenntnisweg ist, beruft sich dann eben auch auf höheres und absolutes Wissen, weil es eben nicht nur im Außen zu finden ist, sondern eben vor allem im Innen. Und wenn man halt auch in sich hineinhört, dass man dann da die Lehren hat, also es ist nichts, kein verborgenes oder geheimes Wissen oder nur bestimmten Leuten vorbehaltenes Wissen, sondern es ist auch ein Wissen, das man einfach in sich trägt und in sich spüren kann. Von dem her ist es für mich eigentlich ein schöner Begriff, wo ich sagen kann, ich fühle mich da schon damit verbunden auch, dass es einfach ein Wissen ist, das eben ja absolut ist in dem Sinne, weil es eben außerhalb der Dualität dann entstanden ist und auch in Zusammenkunft von anderen Dimensionen noch, dass man da die Einsichten bekommt, wo ja viele Menschen eben, wie ich glaube, da warst du noch nicht da, wo ich eben über diese Glaubenssätze geredet habe, die ja viele noch von der dritten Dimension haben oder halt von alten, wie du schon sagst, alten Bildungswegen oder alten Wegen, die beschritten wurden. Und da ist halt für mich wichtig, eben auch neue Wege zu gehen. Also, und wir sehen uns als sehr innovatives
Siedlungsprojekt, ja, weil viele sagen, oh, da sind da wieder so Hippies und die wollen dann so einfach nur weg und raus in die Natur. Das stimmt, ja, wir wollen in die Natur, aber das heißt nicht, dass wir zurück ins Mittelalter wollen und was auch wann oder was auch immer das dann genau war. Aber wir wollen halt einfach mit der Natur, aber halt eben auch, ich sehe auch, zum Beispiel die Ägypter hatten ja oder die Atlanter hatten ja auch schon viel Wissen. Und dass man das dann kombiniert mit der neuen Zeit. Also ich bin ein großer Fan davon, das Alte und das Neue so, wo es Sinn macht, weiterzuentwickeln und zu integrieren. Und könnte mir eben auch vorstellen, dass jetzt dann gar nicht mehr so weit weg ist, dass eben diese Vernetzung mit auch weiter weg entfernten Siedlungen wie euch oder halt eben Lateinamerika etc., dass man da dann zur Not auch einmal hinfliegen kann. Und das dann doch irgendwie viel näher scheint, als es dann irgendwie ist, letztendlich. Und diesbezüglich wollte ich auch noch sagen, wir haben jetzt eben einen Ahnentreffen, ein Ahnenfest. Am 4.11. ist es in München. Wenn du magst, kannst du da auch gerne mal vorbeischauen. Ich weiß, München ist jetzt für dich nicht gleich so ganz in der Nähe, aber wir haben da eben so ein Treffen jetzt, wo wir eben uns auch alle nochmal, also wir haben immer wieder regelmäßig solche Treffen und es ist einfach schön zu sehen, weil manche kennen sich noch nicht, aber sie fühlen trotzdem, dass sie Gleichgesinnte sind und das ist einfach ein sehr schönes Erlebnis für mich auch und alle anderen immer zu sehen, diese Ruhe, diese Gelassenheit und diese Harmonie, die da entsteht. Man kennt diesen Menschen, diese Seele so an sich, hat man sie vielleicht noch nicht gesehen in dieser Zeitlinie, aber trotzdem spürt man ist ein gleichgesinntes Wesen und finde ich einfach auch schön zu sehen. Dementsprechend will ich halt eben auch das alte Wissen jetzt am 4.11., da wo halt, sage ich mal, der eigentliche Neumond, also Samhain von den keltischen Jahresrat, was wir jetzt als Halloween kennen oder Dia de los Muertos von den Mexikanern, dass wir da eben ein Fest machen, um unsere Ahnen auch zu feiern. Also, weil, ich sag mal so, alte Religionen sind gar nicht so verbunden mit der Natur, sondern haben da irgendwie wieder irgendwelche Konstrukte erschaffen, die nicht ganz so heilsam sind. Und von dem her bin ich auch jemand, der sagt, der Tod muss nichts Schlechtes sein. Und ich arbeite gerne mit meinen Ahnen zusammen und respektiere die auch und habe da viele schöne Erkenntnisse und Erlebnisse auch schon gehabt. Und dementsprechend wollen wir das auch einfach zelebrieren und feiern mit unseren Ahnen zusammen, um dass wir uns da mal zusammen austauschen und kennenlernen können. Wäre zum Beispiel der 4.11. jetzt ein schöner Termin, aber ansonsten, wenn du eh schon mit dem Basti auch connected bist, kannst du natürlich auch gerne mal darüber noch oder mir auch einfach auf Telegram mal schreiben. Ja, klar. Und dann kann man sich dann da auch nochmal kennenlernen. Und ich genau, mir Greta, ist halt eben Greta, die in Schweden ist, hatte, glaube ich, den Kontakt in die Frauen der Erde reingebracht. Das ist ein Frauenkreis, genau, in dem ich bin oder sie auch. Und da sind wir am 4.11., treffen wir uns da auch. Und den Zyklus cool. würde ich gerne halt einfach nochmal noch mitgehen. Der geht auf jeden Fall bis Dezember noch im Neumond. Und genau. Und ich denke, das ist auch, da sind wir schon alle richtig positioniert. Ich glaube, habe ich auch das Gefühl, es kommt immer mehr und mehr. Das ist ein sehr schöner Prozess, der da gerade entsteht und ich liebe das, weil das ist irgendwie für mich auch so ein Goodie, so ein extra Bonus nochmal, wo man sieht, hey, wir finden uns gerade irgendwie alle zusammen und das ist irgendwie, ja, ich finde das irgendwie magisch und wundervoll, so wirklich wortwörtlich genommen. Und das erfüllt mich dann nochmal zusätzlich und gibt mir dann auch so dieses Feedback, wo ich sage, hey, wir sind alle auf dem richtigen Weg. Mhm. Und das gibt Voll. Dann nochmal so ein bisschen die Gelassenheit nochmal zusätzlich. Ich finde es auch schön, also so Frauenkreise etc. Ich bin der Meinung, da darf man viel wieder bewusst werden, reflektieren und auch eben heilen oder halt einfach mal genießen und akzeptieren, so wie es halt ist. Und bin auch der Meinung, ich bin der Meinung, Frauen sind super tolle Wesen und ich möchte das fördern, weil das sind eben genauso wie die männliche Energie auch eine heilige Energie und da dürfen wir, glaube ich, auch nochmal vielleicht dann eben, wenn wir das dann gesettelt haben, wenn wir uns da so niedergelassen haben und gefestigt sind, dass wir dann eben anderen Menschen diese Informationen und die Weisheiten oder halt einfach diese Heilung die unterstützen oder begleiten dürfen. Also ich bin der Meinung, jeder hat eben diese Selbstheilungskräfte auch,
wie man halt den anderen Menschen dann wieder ja, unterstützen kann und offenbaren kann. Und so wie Hannah das im Endeffekt ja auch schon mal der Oasen des Lebens angefangen hatte, dass wir Mutter Erde auch heilen. Gemeinsam. Genau. Also ja. Weil das bedarf ja die Energien in uns, männlich und weiblich, wie aber auch, dass wir wieder lernen und verhalten, uns da wirklich miteinander zusammenzustellen. Ich finde es wichtig, ein Miteinander zu kreieren. Ich liebe das auch am besten, wenn das immer wertungsfrei gesehen wird. Ich sehe weder das Männliche als schlecht an, noch das Weibliche als schlecht an. Beide haben ihre einzigartigen Qualitäten, die ich finde, alle wirklich schätzungswert sind. Und man kann sich da halt gut ergänzen. Und das heißt, und ich finde halt schade, dass da immer so manchmal so ein Bashing entsteht. Aber ich glaube, wir sind da eh schon raus, sage ich mal. Und der Zeit auch voraus. Also wir sind auch raus aus dieser Zeit einfach, dass wir sagen, das brauchen wir gar nicht mehr, weil wir sehen ja schon, wie wundervolle Wesen wir sind, wenn wir uns einfach so akzeptieren, wie wir da sind und wie wir da so sein dürfen. Ja, ich würde gerne noch einfach zu der Idee auch nochmal sagen, die mir stark am Herzen liegt. Und zwar alle, die wir eigentlich auf der ganzen Welt Erdhüte, also sich als Erdhüte berufen fühlen, also die Mutter Erde wieder respektieren und schützen und das eigene Handeln und Tun so auszurichten, dass es halt eben Mutter Erde auch gut tut. Wir könnten halt alle über, ich sag mal, den einen Verein uns halt vernetzen. Es geht ja einfach nur um die Plattform, dass wir da alle uns irgendwo finden und eben wie diese Synchronizitäten, dass die zustande kommen können und so. Und da denke ich, es kann viele Vereine geben, so sehe ich das vor meinem Auge. Und doch auch haben wir bei einem Verein, vielleicht können wir da auch irgendwann mal die Mitgliedsbeiträge reduzieren, wenn das mehrere wären. Und aus diesem Pot da, wo die Beiträge reinkommen, das ist ja auch nur eine Form von Energie, das Geld, können dann die anderen Vereine immer mal wieder Anträge stellen. Sie brauchen da und dabei Unterstützung. Also das finde ich so ganz toll, wenn jeder Mensch auf der Erde sagt, zahl 1 Euro im Jahr an diesen einen Verein und heraus kann dann vieles entstehen hier und da, weil ja unser Verein auch nicht jetzt gemeinsam ein Land kauft, sondern halt hier und da viele Länder mitfinanziert. Das wollte ich nur von meiner Seite her so sagen, dass ihr ja auch als Gruppierung sagen könnt, okay, trotzdem machen wir vielleicht bei Oasen des Lebens mit, damit überall anders auch dann Oasen noch entstehen können, weil wir oftmals, auch höre ich das hier manchmal an meinem Platz, ihr habt euch jetzt einen schönen Garten geschaffen, aber auch wenn du dir einen schönen Garten schaffst, nutzt mir das auch was, weil je mehr Menschen wieder mehr in ihre Mitte kommen und sich wohl mit sich fühlen, dann bringt das ja im ganzen Umfeld irgendwie wieder was mehr ins Lot. Ja, da bin ich auch stark der Überzeugung, dass das stimmt voll. Und ich wollte sagen, das nennt sich dann Vereinsverband, dass man so einen übergeordneten Verein sozusagen gründet, wo dann jeder in den Topf reingibt an Überschüssen. Und dann kann halt eben dieser, wie du gesagt hast, Antrag gestellt werden, dass man dann nicht, aber auch eben, wie du schon sagst, diese schöne globale Vernetzung, dass man sagt, schau mal, wir bräuchten jetzt Geld, um dann da 1-2 Lehmblöcke zu kaufen oder was auch immer die da brauchen, irgendwelche Transformatoren etc. Ja. Und dass man sagt, erstens, wir stellen euch das zur Verfügung und zweitens, wir haben da sogar ein Expertenteam und können euch das auch noch gleich rüber schicken, dass wir dann eben so die Informationen, weil das ist mir halt auch wichtig, weil Information ist auch eigentlich eine der Ressourcen, die sich immer vermehrt, wenn man sie teilt. Wenn man also sie das teilt, Wundervolle bei der Information. Es ist ja wie alles schon in dem einen Feld vorhanden, aber man kann halt noch mal besser anzapfen, wenn man, Deswegen will ich auch ein Buch schreiben. Also ich bin gerade dabei, aber jetzt gerade eben, meine Priorität ist, das Projekt jetzt erstmal hier zu realisieren. Und danach, weil ich wohne jetzt gerade noch in München und da habe ich jetzt nicht so die Energie, dass ich sage, ich kann hier jetzt mein Buch in Ruhe schreiben. Ich möchte das schon eher in der Natur dann wieder sein, gefestigter sein, dass ich das Buch dann fertig schreiben kann. Ich habe da halt so ein schönes Buch,
was ich da jetzt schreibe, das ist so ein kleines Art von Lexikon von A bis Z, wo es eben darum geht, das Systemwissen zu haben, also wie funktioniert mein Körper, das Körpersystem oder generell die Seele, das ganze Wesen. Dann auch noch Zielwissen zu haben, indem man sich einfach Fragen stellt, ja, was kann ich, was will ich, wer bin ich, wohin will ich? Und noch ganz viele andere Fragen, weil die eigene Wahrheit ist immer, kann man am leichtesten wahrnehmen und auch realisieren, wenn man sich selbst die Frage stellt und sich selbst dann auch die Antworten gibt. Weil wenn man alles nur wiederkäut, was andere da einen an Meinungen irgendwie hinschmeißen, dann man darf das irgendwie selber nochmal irgendwie integrieren und am besten, wenn man halt selber drüber nachdenkt, das ist eben das Zielwissen, wohin will ich und was macht mir Spaß. Und dann eben das Transformationswissen sind dann so Lebensweisheiten oder Lebenslektionen. Da habe ich auch schon einige gesammelt, wo man dann eben sehen kann, damit kann ich das dann eben erreichen, dieses Ziel. Das wäre dann so der Anfang und dann halt von A bis Z alle möglichen, weil jeder hat ja andere Zugänge, individuelle Zugänge, der andere eher mit Pflanzen, der andere eher mit Tiere, der andere eher mit Heilsteinen und so weiter, oder der andere eher mit der Erde direkt im Kontakt und Gesprächen, sodass man halt sagt, jeder hat seine eigene beste Kommunikationsmöglichkeit und Kooperationsmöglichkeit und da will ich halt so ein ganzheitliches Bild wieder erschaffen, was man eben alles für sich und seine Heilung des Umfelds auch tun kann, sozusagen. Und so habe ich mir halt auch gehofft, dass man dann zum Beispiel, wenn ich jetzt dieses Buch schreibe, dann würde ich den Ertrag dann eben zum Beispiel teilweise gleich in euren Verband einfließen lassen, teilweise auch direkt in unseren Verein dann. Aber ich mache das halt auch alles nicht für mein Ego, weil ja, sagen wir so, konnte halt schon lange nicht so viel mit Geld anfangen. Ich weiß ja jetzt, dass Geld eben auch nur Energie ist, sozusagen, und dann ist es für mich auch leichter. Aber generell, für mich ist eigentlich die schönste Bezahlung, wortwörtlich so zu sehen, dass es einfach glückliche Menschen wieder gibt, die zurückfinden, eben in ihre Mitte und in das natürliche Le Leben und in Frieden wieder leben können. Das ist eigentlich für mich, warum ich das so wirklich mache. Das schließt mich natürlich mit ein. Aber eben lade ich da natürlich auch gerne alle anderen ein, die da sich wohlfühlen dabei und sagen, das scheint wohl der richtige Weg zu sein, wenn das für mich der stimmige Weg ist, dann Ich ist das würde für dich mich jetzt auch gerne noch was was Schönes. fragen. Und zwar, ich habe jetzt 7 Jahre sehr naturnah gelebt in einer Jurte hier in dieser. Schön. Und ich kann jetzt aus dem Leben gerade, aus der Erfahrung jetzt sprechen. Und vielleicht hast du dazu, weil du auch sehr guten Zugang hast, vielleicht auch nach oben auch darauf eine Antwort. Und zwar, wenn man jetzt halt eben 7 Jahre auf einem Platz gewirkt hat. Und das auch gerne getan hat für Mutter Erde und so weiter. Und dennoch aber, ja, also aus irgendeinem Grund verlässt man diesen Platz. Gibt es dann, hast du dir dazu Gedanken gemacht, ob es da dafür dann für diesen Menschen irgendeinen Ausgleich gibt? Ja, weil er hat ja auch viel da hineingesteckt, auch vielleicht finanzielle Art. Und wenn das eben einem Verein gehört, dann gehört es einem ja nicht persönlich. Und das ist eben auch oft der Vorbehalt, warum viele Menschen da doch lieber sich persönlich ein Land kaufen, weil sie es dann halt wieder verkaufen können und mit dem Geld woanders wieder was Neues starten können. Jetzt aber, wenn man jetzt halt sich euch anschließt, dann gehört es einem nicht selber. Und was gibt es da für Möglichkeiten, das und für, ja, oder für eine Sichtweise, dass man sagt, ja, macht nichts, du hast dafür ein Stück Erde verschönert und kannst es jetzt woanders weiter tun, aber das ist halt jetzt Genau. mal an die Mutter Erde geschenkt worden oder so, oder an die Nächsten, die da weiter das fortführen oder so. Also für mich persönlich ist ja das Loslassen, egal auf welcher Ebene oder mit welchen Dingen, ist ja das Loslassen immer wichtig, dass man auch wieder Neues erfassen kann. Und weil ich bin mir sicher, das Universum gibt da immer wieder was Neues, womit man dann sich beschäftigen darf und auch spielen darf und natürlich humorvoll und liebevoll umgehen darf. Ich persönlich habe eigentlich eh vor, all mein Hab und Gut dann dem Verein zu spenden, weil der Besitz, den man dann hat, das ist ja wieder das Ego, das irgendwie diesen Kontrollzwang hat, dieses Sicherheitsbedürfnis. Wenn man das loslässt, dann schwingt man auch automatisch leichter und höher und kommt auch leichter mit anderen Menschen in Kontakt, die dann eben auch zu diesem Loslassen bereit sind. Und dadurch
findet man eben auch leichter neue Kontakte, die zum Beispiel sagen, ich persönlich, also wir alle als Menschen, gab ja schon immer viele Nomadenvölker und die Schamanen auch, die reisen dann in andere Welten, um dann zu schauen, wo fließt gerade die Energie hin, wo kann es noch interessant werden. Und ich bin mir sicher, dass es schön ist, wenn man dann so 7 Jahre da gelebt hat. Aber ich glaube, es für mich persönlich wäre das eine sehr schöne Bereicherung, dass man sagt, okay, ich finde es immer noch hier sehr schön und würde dann einfach, vielleicht das Sicherheitsbedürfnis könnte man dann so sagen, ich war hier, habe hier mit aufgebaut und genieße hier weiterhin lebenslang ein Gastrecht, dass ich hier immer wieder willkommen bin und immer wieder vorbeischauen darf. Aber halt gleichzeitig auch andere Leute dann, dass die sich auch integrieren dürfen und mitwirken dürfen. Aber für mich wäre es zum Beispiel eine schöne Genugtuung oder Wertschätzung, wenn man dann eben vielleicht auch nach ein paar Jahren einfach wiederkommt und sieht, was die anderen Menschen noch Schönes mitgebracht haben und weitergestaltet haben und wie das dann noch mehr eigentlich aufgeblüht oder aufblühen durfte. Weil dann sieht man so, dass die Samen, die man selbst gesät hat, wieder andere Menschen dann damit noch, dadurch, dass andere Menschen auch andere kreative Ideen mit einbringen, dass man sieht, wie sie dann eigentlich auf ihre eigene Art und Weise dann dieses Projekt sogar noch irgendwie komplementieren oder komplettieren. Zum Beispiel, dass man sagt, ich habe jetzt hier ein Baumhaus gebaut. Ja, ich finde Baumhäuser sind irgendwie auch ein schönes Konzept. Dass man sagt, man hat jetzt hier ein Baumhaus gebaut und dann kommt man nach 5 Jahren zurück und sieht, hey cool, jetzt sind da auf einmal 2 Hängematten mehr da oder man hat da jetzt irgendwie noch das Baumhaus bunt gemacht oder so Sachen, auf die man selbst nicht gekommen wäre, aber andere Menschen halt dadurch, dass sie diese Vielfalt eben haben und Kreativität ausleben können, dass man das auch wieder als Bereicherung eigentlich sehen kann und darf. Und wenn man weiß, man ist danach wieder willkommen, glaube ich, ist es auch leichter, das irgendwie loszulassen und freizugeben. Natürlich auch, wenn man weiß, wer das eben dann vielleicht, wenn man da weiß, andere Menschen sind da, die da mitwirken und man die eben auch davor schon kennt oder halt einfach sagt, ich kenne die Menschen, die dann da bleiben, die ich schon lange kenne, die ich weiß, die da zum Beispiel auch drauf aufpassen und das auch liebevoll beackern oder halt einfach bearbeiten und zeichnen und mitwirken. Vielleicht noch die Komponente auch unsere Nachkommen, dass wir dann ja nicht jetzt hier so, hier hast du jetzt das Haus, das ist jetzt mein Erbe an dich, sondern ja, hier und da habe ich mit Menschen versucht, einen neuen Geist zu entwickeln oder ein neues Zusammenleben versucht, so, was ja eigentlich noch, was man jetzt nicht so materiell erfassen kann. Aber das war so mein Beitrag für deine Zukunft. Das ist ja eigentlich noch was viel Großartigeres, so dass Menschen versucht haben, sich selber wieder in Kontakt zu kommen und sich wieder zu heilen. Ja, das finde ich, glaube ich, auch irgendwie ein schönes Geschenk. Also wir wollen ja eben auch diese Mehrgenerationen wieder fördern, also Mehrgenerationenhäuser machen, auch Betreuung oder halt eben Befürwortung und Begleitung. Und ich kann mir halt auch vorstellen, wenn man seine Kinder dann eines Tages wieder zurückführt zu dem Ort, dass man sagt, schau mal, hier habe ich angefangen, das ist so der Ursprung und schau mal, dann kann man dann noch sehen, was war das damals und wie ist es jetzt mittlerweile, was für schöne Sachen sind da noch dazugekommen und man darf dann sogar selbst wieder positiv überrascht werden und sehen, wenn man dann mit seinen eigenen Kindern dann zurückkommt, dass man sagt, schau mal, das war so damals schon immer oder dann auch wieder selbst dann gleich als Kind wieder Neues miterleben darf, weil da ja andere weiterarbeiten durften und sich mitgestalten und einbringen durften. Was eigentlich für viele, eigentlich für jedes Menschenwesen oder jede Seele eigentlich ein wichtiger Bestandteil ist, der Existenz ist, dass sie halt eben mitwirken dürfen wieder. Und das ist halt sehr erfüllend. Also sehr gerne würde ich auch dir noch einen Gedanken mitgeben, auch in deine Vision oder dass es auch auf einem guten Fundament dann startet und nicht dann wieder zerbröselt oder so. Und zwar, also man sieht ja in der Welt jetzt aktuell die Projekte, die über viele Jahrzehnte jetzt schon bestehen, wie zum Beispiel Tamera, Portugal, das Friedensprojekt. Und andere ja auch. Der Manhua, glaube ich, ist auch schon ein sehr altes Projekt. Und dass man vielleicht auch da schaut, was hat euch dabei geholfen, dass es euch noch gibt. Ja?
Und weil das ist, finde ich, aus meiner Sicht auch, deswegen habe ich auch diesen Verein noch mitgegründet, dass wir, egal wenn jetzt zum Beispiel dieser Platz, wo ich jetzt bin, wenn ich da nicht mehr bin, oder also wenn das jetzt eine Oase wäre, also ist eine Oase des Vereins ist, und ich gehe da weg, dass das aber in Händen von Erdhütern bleibt, ja, und einfach, dass da die Mutter Erde, dann wird sie halt von anderen Erdhütern weiter belebt oder, ja, das ist ja eigentlich auch der Sinn und Zweck des Vereins, dass wir eben, also deswegen ja auch nicht Privatbesitz, sondern eben der Grund, ja, eben besitzt nicht ein Mensch, sondern halt eine Anzahl von vielen Menschen, und manche achten jetzt gerade zeitweise darauf, so. Und was ich dir mitgeben wollte, ist eben, dass es also oftmals, also ich habe das jetzt erlebt, dass sobald das Ego halt eben ins Spiel kommt, so, du machst ja viel weniger wie ich hier und das finde ich jetzt ungerecht, dann kommen diese Konflikte auf und die rauben uns dann die Energie, um eigentlich zu, ja, Freude zu empfinden, freudvoll zu leben. Ja, macht ihr vielleicht darüber halt Gedanken, dass das aufkommen kann, dass Menschen sich halt beginnen zu vergleichen. Ich habe das halt jetzt eben hier erlebt auch. Wie geht man damit um? Der eine gibt vielleicht mehr wie der andere. Und wir sagen ja oftmals, es soll im Balance sein. Aber wir sehen manchmal halt nicht, dass der vielleicht auf einer ganz anderen Ebene gibt, die ich, auf der ich nicht gebe. Es kommt auf einer anderen Ebene von dem wieder zurück. Vielleicht auch dieses Human Design dann mit einbeziehen. Ja, da gibt es Projektoren, die brauchen sehr viel Ausruhzeit und keine Ahnung, beobachten die Menschen aber dafür gut und so weiter. Aber die meisten von uns sind Generatoren, das sind diese Machermenschen. Und da halt auch so ein bisschen mit das einbeziehen, dass wir nicht alle schon so freidenkend sind, wie du vielleicht, dieses Loslassen und ich gebe einfach und ja, das wollte ich einfach noch mitgeben, ja, dass es dann eben Streithammeln gibt, wodurch dann viel Unfrieden reinkommen kann, dass man da eben schon mal guckt, weiß ich nicht, durch Sonntagsmessen oder so, dass man sich immer wieder erinnert. Oder also ich wollte jetzt nur, ja, keine Ahnung, es muss ja keine Messe sein, Miriam. Kein Problem. Es kann ja auch ein Circle sein, ein täglicher Morgencircle um 7 Uhr und man springt in den See und keine Ahnung. Aber was ich jetzt meine, einfach, wenn wir so viele Menschen sind und wir kommen auf einen Haufen zusammen, da wird es, da ist doch Streit eigentlich, ist doch, wie können wir den quasi ja, so es machen, dass es nicht vorprogrammiert ist. Wollt ihr dazu was sagen? Ja, also ich könnte da auf jeden Fall, also wie ich es vorhin schon erwähnt habe, mit dem männlichen und weiblichen Prinzip, dass für mich halt dieser Begriff der Gleichwertigkeit eigentlich ganz interessant ist, weil man da nicht sagen kann, das eine ist wichtiger als das andere ist besser oder schlechter, sondern einfach jeder hat seine Weisheiten und seine Energien und seine persönliche Talente und Gaben, die er da einbringen darf. Du gehst jeden Tag in den Garten und baust 4 Stunden das Gemüse an. Und jetzt kommt die Miriam daher, hat nichts gemacht in der Hinsicht und will jetzt ein paar Karotten sich holen. Schau, es geht ja wirklich. Das ist jetzt gerade dieses Vergleichen. Also ich meine, ich kenne, also ich weiß, was du gerade, worauf du hinaus willst, aber ich glaube, es ist jetzt gerade der Unterschied auch. Ich meine, bei Benny, bei euch ist es halt eher, ihr geht ja schon in den Prozess gemeinsam. Ihr habt diese ganzen Themen auch vorher und ich glaube, es ist auch, wenn ich gerade in so einer, wenn ich mich vorher schon zusammentreffe und kennenlerne und auch diese Themen, also auch die Konflikte miteinander austrage und so, halt, weil Streiten ist ja gesund, hallo, Streiten gehört dazu. Wichtig ist ja nur, dass ich wieder lerne und gerade wenn ich in der Gruppe schon zusammenwachse, bevor ich an den Platz komme, was bei euch jetzt nicht der Fall war, Hanna. Also da sind so Leute dazugekommen und es gab keinen Prozess und ich glaube, deswegen ist auch da, was halt, ich glaube, da bist du, Benji, auch mit dabei, dieses Vergleichen ist halt einfach nicht mehr, also wir brauchen da keinen Vergleich ziehen mit dem, so lief das oder das, sondern wichtig ist halt, wie begegnen wir uns in dem, wenn wir zusammen was machen wollen und wie entwickelt sich das und wie, weißt du, gehen wir da rein und ich glaube, das ist so das, wo ich finde, da seid ihr halt toll dabei. Also ich habe jetzt hast ja auch ein paar von den PDFs gesehen und so halt, wie ihr schon Bereiche auch aufteilt und so Sachen. Und finde es halt voll cool, wo ich denke, also das ist so ein Commitment sozusagen. Man kommt da dazu und liest dann so eure Werte oder sowas. Und da committet man und dann kommt man dazu oder sowas. Genau.
Also wir haben eben auch schon einige Werte halt, wo wir sagen, die sind uns wichtig. Für mich ist eben zum Beispiel das Vertrauen auch wichtig, dass man sagt, ich vertraue dem, was du da machst, weil wenn jetzt zum Beispiel Miriam ein paar Karotten will, dann weiß ich zum Beispiel, dafür wird sie mir halt dann irgendwie ein paar Wochen oder so dafür ein Tattoo stechen, was ich schön finde. Oder halt dann weiß ich, dass ihr Ehemann oder Freund dann mir irgendwie helfen wird, einen Zaun für den Garten mal zu wursteln. Und es muss auch nicht immer alles sofort sein, sondern es darf halt dann, wenn dann der Bedarf da ist, kann man sich immer helfen. Also da darf man ins Vertrauen gehen. Und auch wichtig, diese Konflikte, also gewaltfreie Kommunikation, dass man das noch ein bisschen befürwortet, sage ich mal, dass man wirklich sieht, was sind meine Bedürfnisse, dass man die auch kommuniziert, weil ich merke das eben auch, die Männer, viele sind ja so aufgewachsen, dass ihnen die Emotionen abgesprochen wurden und sind im Inneren unterdrückt worden, die Männer, und dadurch haben sie dann im Außen die Frauen unterdrückt und denen ihr Recht auf Emotionalität abgesprochen. Dadurch gab es dann oftmals so Reibereien, und da halt wieder richtig klar zu kommunizieren, ist natürlich, sage ich mal, ein Lernprozess, den man auch wieder lernen darf. Wenn man dann das mit Telepathie natürlich macht, dann ist es, glaube ich, auch leichter, Missverständnisse zu klären, aber halt auch zu sehen, dass Konflikte immer mal wieder entstehen dürfen und können, weil klar, jeder ist, viele sind harmoniebedürftig. Das ist, glaube ich, auch das Normalste, dass man im Einklang wieder lebt. Aber um manche Sachen wirklich wieder in Einklang bringen zu können, braucht es manchmal die Auseinandersetzung, die halt eben liebevoll und klar respektvoll strukturiert sein darf, dass man da sagt, jetzt haben wir wieder einen Konsens, aber halt auch eben immer, bevor sich da was aufstaut, zu sagen, das auszusprechen und auszudrücken. Sich auszudrücken ist unglaublich wichtig, seine Wahrheit und seine Empfindungen, Bedürfnisse kundzutun, ist eigentlich sehr essentiell, um dann eben wieder in Harmonie kommen zu können. Und da haben wir auch dann so einen Ältestenrat oder halt einfach, da können wir dann eben auch so Kreise einberufen, die dann eben wertungsfrei vermitteln können, wenn die nicht so involviert sind, dass sie einfach das so ein bisschen objektiver aus der dritten Perspektive dann beobachten können und da eben vermitteln dürfen und können. Und das wäre zum Beispiel für mich noch ganz schön. Ansonsten eben, wie ich schon sage, die Kunst der Menschen, also es gibt ja die rechte und die linke Gehirnhälfte, kreative und logische, ungefähr, sage ich ja, dass halt dieses logische Denken, ah, ich gebe jetzt was, jetzt will ich was dafür, das ist dann auch wieder schwierig. Und deswegen halt eben auch ganz wichtig, die kreative Gehirnhälfte wieder zu fördern, weil in der Kunst ist dann eben keine Wertigkeit mehr vorhanden, weil man da nicht vergleichen kann in der Kunst, weil jeder macht halt seine eigene Kunst und seine eigenen Gesang und Lieder und wirkt halt irgendwie auf eine andere oder auch genauso schöne Art und Weise mit. Und da finde ich halt wichtig, dass man das dann irgendwie auch in Gleichwertigkeit eben wieder beobachten darf. Und da eben wichtig, auch wenn man viel Dankbarkeit zeigt, habe ich das Gefühl, dass es dann auch leichter wiederkommt und man da auch irgendwie bekräftigen und bestärken kann. Also für mich ist eben dieses Vertrauen wichtig. Ich habe auch noch ein paar andere Werte, die kann ich, ich weiß nicht, wollt ihr noch die Werte hören, die für uns im Kollektiv jetzt noch wichtig wären? Habe ich natürlich auch was aufgeschrieben. Also ich merke für mich, ich bin schon ein bisschen, also ich treffe euch gerne vor Ort und also für mich, ich würde rausgehen, weil ich einfach merke, aufnahmemäßig ist es mir eher, also es ist voll gut und ich habe. Ja, also was eben auch eins der wichtigen kosmischen Gesetze, sage ich mal, oder Gesetzmäßigkeiten sind, dass man eben dieser freie Wille, dass der geachtet wird, das ist halt eben wichtig, dass man jedem seinen Willen lässt und den auch nicht abspricht als minderwertig, und das geht nicht nur von Mensch zu Mensch, sondern auch, dass man sagt, ein Wurm hat genauso sein Recht zu leben als wie ich, und da darf man halt den freien Willen auch so gut es geht be bewusst ausdehnen und auch selbst natürlich kommunizieren und ausdrücken. Und so darf sich dann jeder auch selber ganz frei entfalten. Und wenn man diesen freien Willen achtet, da denke ich und fühle ich und spüre ich und merke ich auch schon, dass da ganz wundervolle Sachen passieren, von Synchronizitäten bis zu magischen Erlebnissen oder einfach wundervollen Träumen, dass man da einfach merkt, ja, man kriegt wieder diesen Rückenwind und diesen Support vom Universum und von überall her, von allen Seiten kommt einfach der Rückenwind, wenn alle Seiten merken, du achtest diesen freien Willen,
stäbst ihn aus und drückst ihn aus, dann kommt es wieder zurück, weil das, was man gibt, kriegt man dann auch immer wieder zurück, auf jeden Fall. Und das finde ich einfach für mich eines der schönsten Erlebnisse, die ich jetzt in letzter Zeit immer mehr und mehr und mehr erleben darf. Also auch danke dir nochmal, dass du da gleich mir die Gelegenheit gegeben hast, mich mit dir da zu verbinden und zu connecten. Und deswegen danke ich dir auch nochmal, gleich mit Wertschätzung natürlich verbunden, dass du mir da jetzt auch so entgegengekommen bist. Das ist für mich auch unglaublich schön. Es hat mir jetzt, das hilft mir auf jeden Fall auch in die neue Woche zu starten. Also in diesem Sinne, Namaste, ich grüße dich und ich danke dir. Aho. Und auch danke dir, Miriam. Ich freue mich schon, dich auch